und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Heute gibt es die Neuerscheinungen für den Monat Juni und ich habe so einige Bücher, ja, mir rausgeschrieben, die sich sehr spannend anhört und was sind auch einige Reihenfortsetzungen dabei. Ich zeige euch ja immer zuerst die quasi ersten Teile, die halt erscheinen oder Einzelbände und dann am Ende gibt es dann immer so die Reihenfortsetzungen und da zeige ich euch dann auch, je nachdem, ob ich vielleicht sogar das Buch schon in meinem Regal stehen habe, ja, den ersten Teil und dann lese ich euch auch von dem ersten Teil einmal den Klappentext vor, um euch natürlich nicht zu spoilern, aber ja, falls ihr dann die Reihe neu für euch entdeckt, dann wisst ihr auch, worum es überhaupt im ersten Teil davon geht. Und ich freue mich sehr auf den Monat Juni, weil wirklich einige sehr spannende Bücher erscheinen, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue und die stelle ich euch jetzt auch vor. Und ja, wie ich euch das auch immer sage bei den Neuerscheinungsvideos, auch ich kann mich mal versprechen, also es ist keine hundertprozentige Garantie, dass das immer so stimmt, was ich euch jetzt hier erzähle, weil auch ich kann mich mal dann verlesen oder versprechen, also ja, dann wisst ihr da auf jeden Fall auch Bescheid. Und das erste Buch, worauf ich schon sehr gespannt bin, ist dieses hier und zwar von Valentina Fast Kronenkampf. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an für die Schule der Titel und der Klappentext klingt auch sehr, sehr spannend. Ich finde das Cover auch richtig hübsch mit der Krone drauf und so. Das, ja, ist auf jeden Fall ein sehr hübsches Cover und ich finde, es sieht auch so ein bisschen aus, als würde es glitzern. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, aber irgendwie, ja, es sieht ein bisschen nach Glitzer aus. Ich mag Glitzer einfach sehr gerne. Auf jeden Fall lese ich euch jetzt einfach einmal eben den Klappentext vor. Aber vorher erzähle ich euch natürlich, wann das Buch erscheint. Und zwar erscheint das Buch am 28. Juni 2021 natürlich. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Und hierum geht's. Zwei magische Throne braucht es, um das Königreich Alandra gegen die Schatten hinter den Mauern zu schützen. Bronze und Eisen einzeln stark, zusammen zerstörerisch. Sie besteigen können nur diejenigen, die im Kronenkampf als Sieger hervorgehen. Fianna lebt seit ihrer Kindheit im Palast und kennt die Regeln der Mächtigen wie kaum jemand sonst. Durch ihre Adern fließt ein dunkles Geheimnis, dessen Aufdeckung ihren sicheren Tod bedeuten würde. Als der attraktive Königsbruder Caden ihm gefährlich nahe kommt, bleibt Fianna nur eins, am Kronenkampf teilzunehmen. Also hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich finde, ja, dass sich das sehr spannend anhört und es wird auf jeden Fall auf meine Wunschliste rutschen. Und das war auch schon der einzige Teil, der so quasi ein rein Auftakt ist oder ein Einzelband ist, der halt, ja, für mich persönlich im Juni erscheint, was sich für mich persönlich halt sehr spannend anhört. Natürlich erscheinen auch noch sehr viele weitere Bücher. Ich dachte auch eigentlich, dass noch ein anderes Buch dabei ist. Aber ich habe gerade dann, während ich dieses Video gedreht habe, herausgefunden, dass das Buch doch erst im November erscheint. Ich war schon so darüber am Reden und dann fiel mir so auf, ah, oh nein, es erscheint irgendwie doch erst im November. Irgendwie dachte ich, es erscheint im Juni. Ja, habe ich mich für vertan. Dann kommen wir jetzt aber auch schon, würde ich sagen, zu den Reihenfortsetzungen, die erscheinen. Und zwar erscheint ein zweiter Teil, nämlich dieses hier, von Bridget Camara, Ein Herz so dunkel und schön. Das ist nämlich der zweite Teil von der Amber Fell-Reihe. Das, ja, der erste Teil ist halt erst sogar vor kurzem erschienen. Und heißt Ein Herz so dunkel und schön. Und das habe ich sogar tatsächlich hier. Ich erzähle jetzt aber erstmal, wann der zweite Teil überhaupt erscheint. Nämlich am 21. Juni 2021. Also es dauert gar nicht mehr so lange. Dann kann man schon weiterlesen. Und ich glaube, vorher möchte ich, ja, vielleicht es sogar schaffen, den ersten zu lesen. Denn ich bin da schon sehr gespannt drauf. Und habe da so im amerikanischen, englischen Booktuber und Bookstagram-Bereich schon sehr viel von gehört. Und zwar ist das hier halt der erste Teil. Nicht wundern, falls ihr vielleicht ein anderes Cover davon kennt. Ich habe dazu nämlich damals eine Buchbox bestellt. Und da war nämlich ein anderes Cover auch mit drin. Also da war auch, ja, der eigentliche Schutzumschlag mit drin, aber da war auch so ein anderer Schutzumschlag mit drin, den ich einfach so hübsch finde und ich habe den direkt drauf gemacht. Ja, und das hier ist halt der erste Teil. Ein Fluch so ewig und kalt. Und ich lese euch jetzt einfach hier mal den Klappentext vor, dann wisst ihr nämlich, ja, worum es halt in der Reihe geht. Einst war Amberfell ein mächtiges Königreich. Dann lud der junge Prinz Ren einen schrecklichen Fluch auf sich. Seither muss er innerhalb eines Jahres ein Mädchen finden, das ihn auf ewig liebt. Gelingt es ihm nicht, verwandelt er sich in eine Bestie und das Mädchen muss sterben, Jahr für Jahr, bis er Harper auserwählt, ein Mädchen aus dem heutigen Washington D.C., das schon mit ganz anderen Kerlen fertig geworden ist. Zornig und mutig bekämpft sie ihn, bis sie den wahren Ren erkennt. Aber wird ihre Liebe reichen, um sie beide vor dem Tod zu bewahren? Es hört sich einfach so spannend an und ja, halt, ich glaube, es ist sogar so ein Die Schöne und das Biest Retelling oder so, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, auf jeden Fall, ja, finde ich, es hört sich ja auch sehr danach an und klingt sehr spannend und ich muss es unbedingt jetzt ganz bald lesen, dann bevor der zweite Teil erscheint, weil sich das halt sehr, sehr spannend anhört und ich
Ich bin da sehr gespannt drauf. Dann erscheint ein dritter Teil, und zwar What If You Trust von Sarah Sprintz, nämlich am 25.06.2021. Ich habe es bisher immer noch nicht geschafft, den zweiten Teil zu lesen. Man kann die Bücher auch unabhängig voneinander lesen, weil sie sich ja immer um andere Charaktere drehen. Aber ja, ich finde schon, damit man sich nicht spoilert und wenn man halt jeden Teil davon lesen möchte, dann würde ich schon empfehlen, die Reihenfolge einzuhalten, weil man natürlich schon nochmal die Charaktere aus dem vorherigen Teil in den Folgeteilen wieder sieht. Und ja, dann würde man sich schon so ein klein wenig spoilern. Das wäre ja schade. Auf jeden Fall ist der erste Teil What If You Drown, und hier werde ich euch jetzt mal den Klappentext vorlesen. Ein Neuanfang, das ist Lauries sehnlichster Wunsch, als sie nach dem tragischen Tod ihres Bruders an die Westküste Kanadas zieht. Noch vor der ersten Vorlesung ihres Medizinstudiums an der University of British Columbia lernt sie Sam kennen und spürt sofort, dass er sie auf eine nie gekannte Weise versteht. Unaufhaltsam schleicht sich der attraktive Jungmediziner in ihr Herz, bis Lori erkennt, wie tief er in die Ereignisse der Nacht verstrickt war, die ihren Bruder das Leben kostete. Hört sich sehr spannend an. Ich fand es auch sehr, sehr spannend. Es hat mich sehr, sehr berührt. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und ja, ist auch sehr emotional, muss ich auch dazu sagen. Also ja, aber ein sehr, sehr tolles, emotionales und sehr ergreifendes Buch auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich sehr dann auf den dritten Teil. Aber ich werde natürlich vorher erstmal den zweiten Teil lesen, dann bevor ich dann den dritten Teil lese. Aber der dritte Teil steht schon ganz, 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 ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Und dann kommen wir jetzt auch schon so zum letzten Buch für den Monat Juni, was ich für mich persönlich, ja, finde, spannend anhört. Ja, ich finde das irgendwie mal so doof zu sein, so das letzte Buch, weil es scheinen ja noch sehr viele weitere Bücher, deswegen finde ich das irgendwie mal so doof, das so zu sagen. Aber ja, für mich persönlich ist das halt so, sind das halt die Bücher, die sich so für mich selber am spannendsten anhören. Aber jeder liest ja auch andere Genres, weil zum Beispiel bei meinen Neuschreibungsvideos kommen ja eigentlich nie Thriller drin vor, weil ich halt einfach keinen Thriller lese. Aber es erscheinen natürlich auch trotzdem Thriller zum Beispiel oder andere Genres, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt so dann mein Lesegeschmack und jeder hat ja auch immer so ungefähr so einen unterschiedlichen Lesegeschmack. Jetzt bin ich aber schon wieder vom Thema abgeschwiffen. Es geht nämlich hier um die Neuerscheinungen. Und zwar geht es jetzt um den zweiten Teil von Touch of Ink, und zwar im Bann der Verbotenen von Stephanie Lasthaus. Also, das Buch erscheint am 30.06.2021 und ich bin da sehr, 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 sehr gespannt drauf, denn ich habe den ersten Teil auch noch nicht gelesen, aber der erste Teil hört sich sehr spannend an und ich hatte das sogar schon von Monat oder so vor, das zu lesen, und ich bin dann irgendwie nicht dazu gekommen. Aber ich lese euch jetzt hier mal den Klapptext vor vom ersten Teil. Seit Quinn denken kann, trägt sie ein Tattoo im Nacken. Ein wunderschönes, verschlungenes Muster. Doch weder sie noch ihre Adoptiveltern wissen, woher sie es hat. Bis Quinn an der Vancouver Island University auf Nathan trifft. Nathan, der ihr einen heiß ersehnten Job an der Nase wegschnappt. Dessen funkelnde Augen und fast raubtierhafte Geschmeidigkeit Quinn unweigerlich faszinieren. Instinktiv spürt sie, dass hinter der Fassade des Vorzeigestudios etwas Unzähmbares lauert. Doch sie ahnt nicht, dass Nathans Geheimnis etwas mit den Visionen zu tun hat, die sie seit Monaten verfolgen. Also hört sich wirklich sehr spannend an. Und ich habe bisher noch nicht geschafft, das zu lesen, aber ich möchte es auf jeden Fall ganz bald lesen. Ich weiß sogar ehrlicherweise nicht, ob die Teile zusammenhängen, also oder ob es im zweiten Teil zum Beispiel um andere Protagonisten geht, das weiß ich nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht den Klappentext vom zweiten Teil lesen, weil eventuell würde ich mich sonst spoilern, falls es sich doch um die gleichen Charaktere handelt. Das wäre natürlich echt schade dann. Ja, aber das ist halt das Buch, was ich so, ja, auf meiner Liste für die Neuerscheinungen und für Juni befindet. Genau, ja. Ihr könnt mir sonst gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ich irgendwie jetzt voll das Buch vergessen habe, was ich unbedingt noch dabei hätte erwähnen müssen. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich es auf jeden Fall auch mir näher anschauen und dann auf meine Liste gegebenenfalls setzen für die Bücher, die ich mir, ja, vielleicht im Juni kaufe. Ich weiß es natürlich nicht. Mein Sub wächst und wächst. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen werden. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und bis dann!